Wenn Sie die Telefonnummer 0800 660 660 wählen, dann kommen Sie ins Kundenservice der Salzburg AG. Und was dort ganz genau passiert, das schauen wir uns heute in Hinter den Kulissen der Salzburg AG an. So, da kann ich jetzt eigentlich eh gleich aufhören zum Telefonieren, weil jetzt treffe ich nämlich den Chef. Servus, grüß dich. Servus. Du, Kundenservice und Customer Care, wo ist der Unterschied? Der Customer Care ist die übergeordnete Einheit. Der Kundenservice ist ein Teil davon. Das ist der Teil, wo wir direkt mit dem Kunden in Kontakt treten, wo wir die Kundenanfragen aufnehmen, versuchen bestmöglich zu beantworten, wo die Einzüge stattfinden, die Neuanmeldungen stattfinden. Das ist das eigentliche Kundenservice. Customer Care beinhaltet mehr, da sind auch die Abrechnung dabei. Wir schicken da die Strom-, Gas-, Fernwärmerechnung. Das würde jetzt heißen, die Rechnung bekomme ich von dir. Ja, nicht natürlich von mir persönlich, also sitzt er nicht in meinem Büro und mit Unterschrift schreibt er die Rechnung. Na, wir haben im Jahr ungefähr 500.000 Rechnungen, die wir rausschicken. Das sind natürlich Massenprozesse, die da laufen. Das heißt, die Leute in der Abrechnung sind eher die diese Massenläufe schauen, dass das alles durchläuft, dass die Daten alle da sind und dass das korrekt rausgeht. Du hast es schon angesprochen, es ist einiges zu tun, aber das machst du nicht alleine. Wie viele Leute hast du in deinem Bereich? So an die 100 Vollzeitkräfte, also das heißt Personen sind es ein bisschen mehr, so an die 120. Überall so in Abrechnung, Forderungsmanagement und Kundenservice ungefähr gleichmäßig so aufgeteilt. Ja. Mhm. Ich darf jetzt ein bisschen umeinander schnurken, oder? Bei euch. Ja, schnurken wir dumm, wir haben nichts zu verbergen. Ja. Also vielleicht ein paar Rechnungen, die vielleicht einmal schon Wirkheit hätten, oder sonst irgendwas, die verstaubt sind. Und die Frage, die ich mir jetzt gerade noch stelle, ist, was braucht man denn für Voraussetzungen, wenn man bei dir arbeiten möchte oder im Kundenservice? Naja, zwider darfst du nicht. Das denke ich mir. Also man muss schon die Leute gern mögen. So, und jetzt Markus, jetzt zeige ich dir unseren Callflow. Das ist dort jetzt, wo unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen und alle Telefonate, die bei der Salzburger AG so eingehen, einmal annehmen. Ja? Das möchte sich Markus ganz genau anschauen. Momentan geht's recht ruhig zu. Da kann er sich doch auch gleich einschulen lassen. Bin jetzt fast ein bisschen nervös, weil Richie, du bist für die Einschulung zuständig und ich versuche jetzt gleich meinen ersten Call und Firma Markus Viertbauer, Salzburger, grüß Gott. Und was habe ich falsch gemacht? Du hast erstens die Firma nicht richtig erwähnt. Genau. Also wir sind die Salzburger AG. Mhm. Und also bei der Einschulung, da müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Ich glaube, du brauchst ein bisschen mehr Grundwissen. Bist du da eigentlich dann als Frischling oder als Neuanfänger dann allein gelassen bei euch? Oder wie darf sich das sagen? Nein, also ich bin der Buddy. Der Buddy. Der Buddy, genau. Das ist nicht Best Buddy, oder? Genau. Also ich bin für alle da. Und jederzeit immer, wenn mich wer braucht, springe ich auf, laufe hin und dann erkläre ich alles nochmal gern detailliert, dass wir die richtige Information ausgeben können. Was ist denn dein schönstes Erlebnis gewesen? Mein schönstes Erlebnis? Dass eine Frau, also eine ältere Dame, die hat angerufen, die wollte einfach nur fragen, das war ganz simpel, ganz banal, ob was offen ist. Und sie hat sich gedacht, das ist extrem viel offen. Und ich habe ja dann halt gleich sagen können, es ist alles bezahlt, es ist alles getilgt und die hat noch ein Geweine am Telefon, weil lauter Freuden drinnen. Also so wie ich jetzt da sitze, könnte man meinen, das ist das erste Vorstellungsgespräch, aber die Christina ist schon länger hier bei uns in der Salzburger AG. Christina, sag einmal, du bist auch vom Richie eingeschult worden, wie war das? Das war super, wirklich. Er hat wirklich alles von A bis Z ganz genau erklärt. Ich habe mich wirklich gut ausgekannt bei ihm. Dann bist du schon mal besser dran wie ich, weil ich mich gar nicht auskennt. Nein, ich kannte mich am Anfang auch null aus, wirklich gar nichts. Ich wusste nicht mal, was ein Zählerkasten ist. Und er hat mir wirklich von A bis Z alles gut erklären können. Was sind jetzt eigentlich deine eigentlichen Aufgaben hier im Kundenservice? Also wir machen Anmeldungen, Abmeldungen, wir helfen den Kunden auch bei den Rechnungen. Und für die öffentlichen Ladestationen, da helfen wir den Kunden und den Kundinnen genauso. Also wenn das Kabel zum Beispiel stecken bleibt und es dann immer ausgeht. Echt? Genau. Ja? Mhm. Wirklich? Wir können es auch vor Ort hier an- und ausmachen. Das heißt, wenn ich mal ein Problem habe mit meinem Elektroauto, dann rufe ich eigentlich bei dir an, oder? Genau. So, ich glaube, bei dir läutet es wieder. Danke und viel gerne, Spaß noch. Gerne. Danke toi. Salzburger Kundenservice, grüß Gott. Du musst deinen Namen noch sagen. Salzburger Kundenservice, Milosevic, grüß Gott. Ja. Ich habe schon alles kontrolliert, schaut alles richtig tippitoppi aus, aber was sind da eure wirklichen Aufgaben herinnen?
im Kundenservice haben wir drei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist hier im Callcenter die Annahme aller Anrufe unserer Kundinnen und Kunden. Des Weiteren haben wir ein Team, das Backoffice-Team, zur Bearbeitung der schriftlichen Anfragen und der schwierigen Anfragen. Und das dritte Team ist das Datenmanagement. Das sind Bearbeitungen im größeren Stil, Massentransaktionen in unseren Kernsystemen. Und wie viele Anrufe kommen da rein bei euch, so Tag ein, Tag aus? Es ist sehr unterschiedlich, aber im Schnitt rechnen wir ca. mit 1500 Anrufen pro Tag. Aber es sollte ja eigentlich ja schon auch so sein, dass die Leute sich auf der Webseite informieren, oder? Auf der Webseite findet man natürlich alle Informationen, die man braucht. Das sind unsere ganzen Produkte bis hin zu aktuelles Thema Photovoltaik, die aktuellen Einspeisetarife. Und da wartet auch, glaube ich, eine sehr charmante Dame auf die Kundinnen, oder? Ja, die Lea wartet auf die Kundinnen und Kunden. Die Lea ist unsere lernende elektronische Assistentin und ich werde mit dir stell eine Frage und sie hat die passende Antwort für dich. Wie es halt immer bei den Frauen so ist, oder? Wo gehen wir jetzt hin? Wir schauen jetzt ins Backoffice. Ins Backoffice. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie spannend wird es jetzt? Jetzt erlebst du Stufe 8. 8, okay. Backoffice. Backoffice. Im Backoffice kommen bei uns täglich bis zu 400, 500 E-Mails zur Bearbeitung. Und wir schauen jetzt zur Katrin, die zeigt uns das, wie das geht. Das richtige Spielzeug habe ich ja schon gefunden, aber es geht ja nicht nur ums Spielen, sondern es geht ja um richtig wichtige Fragen. Du Katrin, sag mal, was passiert eigentlich bei dir? Ja, also ich mache An- und Abmeldungen, vorwiegend im Telekom-Bereich. Ganz aktuell sind derzeit die Tarif-Upgrades im Internetbereich. Ganz stark ist jetzt der Internet-100-Tarif beliebt bei unseren Kunden. Und auch alles, was so täglich reinkommt an E-Mail und Postverkehr, arbeiten wir da herinnen ab. Ich habe gehört, bis zu 500 E-Mails kommen da täglich rein. Das ist richtig. Es ist ziemlich viel, aber ziemlich spannend. Und wir da herinnen sind dabei, dass wir das so gut als möglich jeden Tag abarbeiten. Jede Menge erlebt heute schon, aber wie geht es jetzt weiter? Wir sind jetzt da in der Stadt bei unserem Kundencenter am Gebirgsjägerplatz 10. Mhm. Wir sind aber auch sehr wohl in den Regionen draußen vertreten und das zeige ich dir jetzt an. Wir machen einen Ausflug. Thomas und Markus machen sich auf den Weg Richtung Süden in den Lungau. Doch am Weg dorthin will Thomas Markus noch in Golling etwas zeigen, denn hier steht einer von mehreren Infopoints vom Greentech-Unternehmen Salzburg AG. In Golling inklusive Schnellladestation. Die will Markus gleich nutzen. Hauptsache in Golling geht schon wieder mal der Wind. Na, bitteschön. Danke. Die Infopoints bieten den kompletten Service im persönlichen Kundenkontakt und in den Infopoints speziell können wir dem Kunden auch beim Stromladen gerne helfen. Unter anderem können wir die Stromladenkarte hier den Kunden direkt aushändigen. Danke. Das ist jetzt diese, mit der habe ich Eco-Tank, ne? Also von denen haben wir abgesehen. Richtig erkannt, Markus. Unser rasender Reporter ist damit bestens informiert. Das Auto ist getankt und es kann weitergehen. Der Ausflug geht ja schließlich nach St. Michael. Denn hier betreibt die Salzburger AG seit kurzem ein eigenes Callcenter. Mittlerweile sind wir ja in St. Michael im wunderschönen Lungau gelandet. Wie kommt man auf die Idee, mitten im Lungau ein Callcenter aufzubauen? Ja, wir haben da in der Betriebsstelle St. Michael freie Büroräumlichkeiten gehabt. Wir haben da einfach mal Ausschreibung gemacht und wir haben mal geschaut, was passiert. Und es haben sich viele Bewerberinnen und Bewerber gemeldet für unser kleines Callcenter hier in St. Michael eben. Ja, und jetzt haben wir da einen Standort mit einem Callcenter mit 6 Kolleginnen und Kollegen. Wie ist es jetzt eigentlich, wenn jetzt da eine Kundin oder ein Kunde von der Salzburg AG anruft, kommen die jetzt da gebündelt nur aus dem Lungau oder aus ganz Salzburg? Nein, die Anrufe werden natürlich gleich verteilt am Standort Callcenter in Salzburg und hier im Callcenter St. Michael. Also aus Salzburg kann genauso im Lungau. Selbstverständlich und dem Kunden wird immer geholfen. Jetzt schauen wir es uns an, oder? Gehen wir. Ja? Sag mal, welche Vorteile hat es, dass du in St. Michael arbeiten darfst? Voll super ist, dass der Arbeitsplatz vor der Haustür ist. Ich bin mit dem Radl 4 Minuten unterwegs, geht mit dem Auto in 2 Minuten, halt am weiteren Weg, weil man über die Straßen fährt, nicht am Radlweg. Im schlimmsten Fall zu Fuß, Wanderweg 10 Minuten. Also schlimmster Fall im Lungau wandern gehen, ich meine, das ist aber, ja, das ist aber schlimmste Arbeit, Fall. Ja, genau, das ist so Arbeit. Ja. Wie hat es im Grunde genommen mit der Schulung ausgeschaut? Ist das nicht ein bisschen schwierig gewesen? Die Einschulung war in St. Michael, also hier in der Dienststelle. Es sind Trainer gekommen von Salzburg. Die haben uns wunderbar eingeschult.
Jetzt sind wir auch noch in einer Schulungsphase, weil wir ja noch nicht alles wissen. Aber es geht alles über Teams. Also es ist immer jemand erreichbar, wenn man Fragen hat. Und idyllisch ist es auf jeden Fall, wenn man hört, nämlich die Kühe und auch die Schafe im Hintergrund ein bisschen. Also genau. Genialer Arbeitsplatz, oder? Ein idealer Arbeitsplatz, am Nachmittag die Sonne voll zum Genießen. Besser kann es nicht sein. Nein. So, das war also ein spannender Tag im Kundenservice der Salzburg. Solltet ihr noch Fragen haben zu unseren Produkten, dann schaut ganz einfach auf unserer Webseite vorbei. Wir würden uns noch über ein Like freuen. Weitere wichtige und spannende Filme gibt es hier oben. Und wir würden uns auch über ein Abo sehr, sehr freuen. Und das gibt es hier. Bis zum nächsten Mal.